Willkommen zurück zu unserem F1 2021 Karriere-Let's Play hier auf Red Bull Ring in Österreich. Hallo Lena. Hallo. Wir haben beide gesagt, dass das hier unsere Strecke ist, dass wir hier sehr weit nach vorne fahren können. Aber es hängt natürlich auch immer davon ab, wie stark die KI ist auf der Strecke. Das weiß man vorher nie so genau. Wir geben jetzt alles. Es gibt nur ganz wenige Kurven. Deswegen ist jeder einzelne umso wichtiger. Das ist die Felix-Kurve gerade gewesen. Oh nein. Das sieht nicht gut aus. Ich habe mich nicht weggedreht, aber ich war vorher noch schneller an der Kurve. Immer hier ganz viel Platz außen nutzen, Curb innen früh raus beschleunigen, ist ein Ticken zu früh, ich musste minimal lang auf dem Gas bleiben. Jetzt kommt die schwierigste Kombination, wie ich finde. Oh, ganz weit raus. Rein. Komm schon. Oh Gott. Ich glaube, es sieht nicht gut aus für mich. Rein in die Kurve und Lieblingskurve, letzte. Rein und Vollgas raus. Nein! Ich bin zu weit raus, mir ist das Zeit gekostet. Komm, ich bin jetzt erst im Ziel, das war schlecht. Oh das Gott. Das war gar nicht gut. Ich habe keine Ahnung, wo ich gelandet bin. P17. Mein Auto ist dreckig. So schlecht war ich eigentlich nicht. Aber es kann im Rennen nochmal anders aussehen. Wo sind die Teamkollegen bitte gelandet? Pierre ist auf 10. Pierre ist auf 10 mit einer 1-2. Hä, das kann überhaupt nicht sein. Die sind einfach eine 1-1 gefahren. Das WTF. Ist eine Frechheit. Das ist wirklich eine Frechheit. Hä, ja, ich starte von ganz hinten, geil. Ich bin 1-4-1 nice. Gefahren und Mick ist einfach eine 1-3-6 gefahren. Also auf jeden Fall besser als die Williams jetzt. Wow, aber ich habe eine halbe Sekunde verloren. Ja, moin. Aber ich sag dir, das ist dann ein Schwierigkeitsthema auf jeden Fall. Wie ihr wisst, Schwierigkeit ist immer sehr schwer für uns anzupassen. Wir können um die Trainings fahren, gucken, wie die da fahren. Die sind jetzt einfach alle nochmal so viel schneller gefahren. Wir passen das nochmal minimal an, weil wir sollen ja schon so schnell unsere Teamkollegen eigentlich sein. Lena hatte gerade eine schlechte Runde, muss man sagen. Im Training warst du schon schneller. Aber sind ja jedes Mal, Leute, bei jeder Strecke passen wir es einfach an. Ich muss es einfach mal so ein bisschen schätzen. Wir machen jetzt mal auf 90. Mal auf 90. Wir bleiben bei Meister. Das ist sozusagen nur innerhalb der Meisterschwierigkeitsstufe sind wir ein bisschen runtergegangen. Hoffentlich. Ich hole mir schon wieder neue Teile, damit ich genug für die Saison habe. Wenn ich sowieso von ganz hinten starte, nehme ich jetzt schon wieder die Strafen im Kauf. Oder glaubst du, 90 ist noch nicht gut? Ist das zu viel? Oh Gott, Leute, das ist so schwer. Ich will es jetzt. Weiß nicht. Ich will es uns ja nicht so zu einfach machen, aber ich will halt nicht, dass wir jetzt nur ganz hinten rumgurken. Ich mache auf 89, okay? Okay. Auf 89 machen wir jetzt. Mal schauen, wie es ist. Wir sehen es einfach. Tut mir leid, Leute, dass wir es überhaupt umstellen müssen. Keine Ahnung. Ich muss in den letzten Jahren das eigentlich nie umstellen. Oder wenn dann immer so um 2-3 Punkte. Jetzt ist das halt so um 20, 30 Punkte die Spreizung. Aber ich glaube, das kennt ihr auch, wenn ihr selbst spielt, kennt ihr das auch. Ich werde meine Rivalität nicht gewinnen gegen Lance Stroll, der war jetzt im Qualifying schon vor mir. Was ich auf jeden Fall nochmal gucken kann, ist, dass ich hier Leistung nochmal ein bisschen irgendwas mache. Aber es gibt nichts, alles ist hier noch im Gange. Hier sind Upgrades. Abgeschlossen. Ne, mehr kann ich noch nicht machen. Ich muss warten, aber weil, ne, einiges ist in Entwicklung auf jeden Fall. Da kommen wir langsam mal vielleicht an Alpha ran. Also vom, ihr seht so langsam, Haas macht langsam ein bisschen einen Schritt nach oben. Hoffen wir mal, dass alles funktioniert. Und damit gehen wir zum Rennen. Dann schauen wir jetzt mal, was es Rennen gibt, Leute, hier auf dem Red Bull Ring. Herzlich willkommen in Spielberg zu einem weiteren spannenden Formel 1 Rennen. Diese Strecke ist bekannt für ihre fantastische Umgebung, eine wunderschöne Natur und sie ist fraglos eine fantastische Kulisse für den großen Preis von Österreich. Die Strecke in Spielberg befindet sich ungefähr 700 Meter über dem Meeresspiegel und ist mit ihren gerade mal 10 Kurven eine der kürzesten Rennstrecken der Saison. Für eine Runde müssen die Fahrer hier 4,18 Kilometer zurücklegen. Die besten Chancen zum Überholen gibt es nach Start und Ziel in Kurve 1 und dann nach dem steilen Bergaufstück beim Anbremsen zur Kurve 3. Das ist so geil zum Fahren, auch wenn du Kurve 3 hochfährst. Stefan Römer, willkommen, der alle Infos für das heutige Rennen hat. Reden wir einmal über McLaren. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die Atmosphäre innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Ja, McLaren, zweitbestes Team, ne? Sind richtig schön weit vorne. Aber natürlich hinter Mercedes. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen.
Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Ja. Die restliche Startaufstellung 1, sieht 0, wie folgt 1. aus. Ricardo, Norris, Max Verstappen und Perez. Leclerc, Sainz, Vettel und Pierre Gasly. Stroll, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen und Ocon. Giovinazzi, Mick Schumacher, die einzig wahre und George Russell. Die einzig wahre und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Let's go, Alter! Österreich! Mal sehen, was das wird hier. Ich mache jedenfalls Strategie. Ich starte auf Rot, damit ich am Anfang gut bin, einfach schnell bin. Ja, ich gehe auf Mediums. Ich will einfach eine hoffentlich bessere Strategie. Ich muss einfach am Anfang. Ich glaube, Anfang wird so wichtig. Einfach direkt Vollgas geben, überholen. Ich meine, ich starte auf der linken Seite. Ich will irgendwie direkt nach rechts rüber, um innen reinstechen zu können. Ach, mal gucken. Dann schöne Flügel kaputt zu machen. Ja, genau. Du musst Start drücken, ne? Ja, ich muss ja doch alles einstellen. Hast du ja Strategie umgestellt? Ja. Okay. Let's go. So. Der Motor läuft gut. Also konzentrieren wir uns auf das Aufwärmen der Reifen und Bremsen. Muss ja schön hier Temperatur überall reinbekommen. Ich glaube, es ist echt sehr, sehr wichtig hier mit den Temperaturen. Weil es ist auch ein bisschen schwieriger geworden, dass du wirklich Temperatur so gut reinbekommst. In den Reifenkern vor allem. Und ich halte mich jetzt immer an deinen Tipp, dass man da quasi rein Gas gibt, wenn man bremst. Quasi. Genau. Du gibst Gas und dann bremst du einfach rein. Was? Du gibst Vollgas. Der Regen wird abklingen? Der Regen wird abklingen. Oh Gott, als ob irgendwo Regen ist. Also ich sehe nichts davon. Aber das wie immer rein wieder. Der Regen wird abklingen. Und dann kannst du ein bisschen Untersteuern provozieren. Also zu viel lenken praktisch. Am besten während du noch auf der Bremse bist. Dann hast du nicht so das Risiko, dass du dich drehst. Wenn du voll bremst und es praktisch schon fast blockiert, dann einfach mal zu viel kurz lenken, zu viel. Dann siehst du, dass das kurvenäußere Rad richtig warm wird dabei. So, jetzt wird das rechte Rad voll und jetzt kann man es umdrehen und das linke Rad voll machen. Und dann hast du gute Temperaturen. So, überall grün, Leute, alles passt. So muss es sein. Rein in die Startaufstellung, wir brauchen einen guten Start, wir brauchen eine gute Power. Das wird jetzt ganz wichtig für dieses Rennen, weil ich würde wirklich sagen, das ist meine beste Formel-1-Strecke im ganzen Spiel. Also ich kann keine Strecke besser als Österreich. Auf keiner fühle ich mich wohler. Man kann hier gut überholen. Wir starten zwar von hinten, sind auch im Haas, aber ich starte sogar hinter dem Teamkollegen, hinter Schumacher. Das kann nicht sein. Wir müssen jetzt hier unbedingt irgendwie nach vorne kommen. Oh Gott. Ich glaube, ich fahre dir jetzt nicht rein. Ich bin genau hinter dir. Ja, ich sehe das. Alright. ERS schon mal an und let's go! Oh Gott! Ah, so eine Mini-Lücke, aber ich konnte mich irgendwie durchquetschen. Das war eine riesige Kurve, das war wichtig für die erste Kurve. Hier anbremsen. Na, es wird zu eng. Ich musste ein bisschen abkürzen, um einen Crash zu vermeiden, aber ich glaube, es war okay. Oh, ich habe schon jetzt Anschluss verloren, weil ich irgendwie Angst hatte, mit der KI zu kollidieren. Aber besser das, als von viel kaputt fetten können wir ihn uns holen in Kurve 3. Jawohl, und wir sind direkt hinter deinem Teamkollegen, hinter Gasly. Oh, ich berühre mich jetzt gerade mit Latifi. Ich glaube, ich komme jetzt besser raus hier. Ja, Verwarnung, ist egal. Solange Gasly. Nichts kaputt ist. So weit weg für den Angriff sind wir. Aber trotzdem sind wir auf der 10 jetzt. Das war ein mega Start. Beschweren kann man sich da eher weniger. So, ich bin wieder vor Latifi, aber jetzt nächstes muss ich mir Russell snacken. Der ja den Platz 2 gemacht hat in Spa. Ja, ohne richtiges Rennen. Ah Gott, zu weit raus. Ihr habt noch nicht so den Grip irgendwie hier. Oh. Ja, ich bin auch zu weit raus, gerade in der vorletzten. Du bist jetzt in den Top 10, weiter so. Vettel und Stroll hinter mir. Ich muss hier echt um meine Punkte kämpfen. Das ist halt der Nachteil, wenn ich mein Haas ist. Also ich hatte zwar den Monster-Start, aber der hilft mir jetzt nicht mehr viel weiter so im Rennen. Ich muss unbedingt im DRS-Fenster von Gasly bleiben. Das ist meine einzige Chance. Vor allem hinten habe ich ein bisschen Glück, weil ich die beiden Aston Martin ein bisschen bekämpfen. Boah, nicht nur ein bisschen, ey. Die sind ja richtig, die schenken sich gar nichts. Die fallen gleich raus aus meinem DRS-Fenster. Nein, oh mein Gott. Perfekt. Oh Gott, was bei dir?
Fast gedreht, aber ich habe Russell überholt, alles gut. Sehr gut. Also, passt. Ganz wichtig, hier irgendwie dranbleiben an Gasly, Leute. Das ist schwer, aber ich habe nicht das beste Auto. Ich meine, wir sind nicht mehr schlechteste Auto, Williams ist schlechter. Und wir sind auch nicht mehr weit weg von Alfa Romeo. Aber halt schon ein Stückchen von Alfa Tauri. Mit dem der Gasly da vorne unterwegs ist und Lena natürlich auch. Ja, Gasly macht das auch. Ich glaube an den. Das ist ja schließlich mein Teamkollege. Aber jetzt wird's DRS aktiviert. Ich habe übrigens rote Reifen, das Game hat bei mir irgendwie gebuggt. Ich hab's nicht auf dem Stall, der das irgendwie nicht akzeptiert. Nice. DRS nutzen, wenn du höchstens eine Sekunde hinter dem Wagen vor dir in der yes, DRS boys, wir haben DRS! So muss es aussehen! Stark! Jetzt ist stark, weil es in Österreich extrem wertvoll DRS war. Mit den 3 Grad, mit den 3 DRS-Graden. Und damit können wir jetzt hoffentlich dranbleiben an ihn. Boah, Schumacher und Giovinazzi haben sich gerade berührt bei mir vorne. Die sind direkt vor mir und haben Falten gerade. Vielleicht habe ich dadurch Glück und kann profitieren. Wenn die sich da hier im Battle liefern. Ich habe viel ERS verbraucht, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwierig für mich hier voll dran zu bleiben, weil ich gerade so wenig benutzen kann nur davon. Aber es ist wichtig, dass ich zumindest ein bisschen was weiter habe. Damit Gasly nicht von mir wegfährt hier. Oh, DRS habe ich jetzt auch, aber ich habe gerade wieder Zeit auf Schumacher in den letzten Kurven verloren. Weil ich da erst zu früh rein wollte und das war keine gute Idee. Ich habe auch leider ein bisschen Zeit verloren gerade beim Anbremsen. Zu spät gewesen, zu weit raus, dann in Kurve 1, Kurve 3 jetzt besser. Aber so muss ich mir jetzt so ein bisschen hier rund um rund hier durchkämpfen. Um weiter dran zu bleiben. Ich hab was sagt dein ERS? Ja, 24%. Ich benutze alles davon. Ich bin da so am Limit. Um einfach nur dran zu bleiben. Ja, ist wichtig. Boah, ich habe so viel weniger Grip im letzten Sektor als KI. Aber ich meine, liegt vielleicht auch ein bisschen am Haas. Aber da kann ich nicht so fahren wie die. Also ich verliere echt so ein bisschen den Anschluss. Ey, nur leicht, aber ich verliere ihn halt. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 7,2 Sekunden. Also hier hinten bist du auch willkommen. Wollte ich nur mal sagen. Gasly hat kein DRS mehr nach vorne. Das ist meine Chance. Ich nutze alles an ERS, was ich habe. Wind schon. ERS ist fast leer. Verteidig ihn. Ich gehe noch weiter innen. Oh Gott, wir haben's. Wir haben es! Wir haben Gasly geholt! Was für ein Manöver! Letzte Chance war das! Jetzt ist mein ERS nämlich auch praktisch leer! Wir haben uns irgendwie vorbeigezwängt! Er wollte uns innen nicht durchlassen! Aber wir haben gesagt, komm! Ein paar Zentimeter innen sind da noch! Die nutzen wir! Und sind reingegangen! Ein armer Teamkollege! Nein, ich gönn's dir natürlich! Nice! What ich denke immer noch an deinen Teamkollegen! Kannst du ihm auch mal sagen, er soll mich vorbeilassen, damit das hier mehr ist? Mick, ich wurde vorbeigelassen, du musst es leider nicht auch opfern. Lena is faster than you. Let me pass for the championship. Aber letzter Sektor, ich bin so ein Grip-Pack hier, glaube ich. Ja, jetzt habt ihr so einen Pilz von Mario Kart da. Die schießen aus den Kurven einfach so krass raus. So, ich dive rein. Oh, ich hab's geschafft, ich bin vor Mick. Turn 1, richtig schön. Send it. Nice one. Warum ist Alonso auf harten Reifen unterwegs? War schon in der Box oder ist er auf hart gestartet, ne? Einfach mal was anderes ausprobieren. So, next car ahead, Giovinazzi. Wir sind auf der 9, damit bin ich sehr zufrieden. Das ist für einen Haas ein mega starkes Ergebnis. Wo ist Mick? Hinter dir? Auf 18. Ja. Wir kommen ja auch langsam in den Bereich, wo wir vielleicht die Teams wechseln können. Ja, bald ist es, glaube ich, soweit. Mhm. Ich
Wenn so. Uns ein Team denn haben möchte, ne? Ja, ja. Da müssen wir jetzt was zeigen. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 3,5 Sekunden. Gott, ey, ich muss alles hier an ERS benutzen, damit Gassi nicht vorbeikommt. Aber jetzt habe ich keinen ERS mehr und er möchte jetzt unten vorbei. Er geht nach außen. Wir bremsen beide nebeneinander an. Aber das ist meine Kurve. Und aus irgendeinem Grund habe ich DRS. Wahrscheinlich war er sogar kurz vor mir, genau an dem Punkt, wo er es nicht hätte sein sollen. Perfekt für mich. Oh nein, Nick ist wieder dran. Aber ich bin auch ganz nah an Giovinazzi dran. Aber wir haben hier so einen kleinen DRS-Chain bei uns. Ich glaube, für mich ist jetzt an der Zeit für einen Boxenstopp. Weil ansonsten werde ich gleich überholt. Oder halte ich noch eine Runde aus? Nee, ich glaube, ich gehe rein für die gelben Reifen. Na komm, eine machen wir noch. Oh ja, es war kein Fehler. Diese Runde. Jetzt macht er. Oh nein, es ist ja Vettel! Oh, ich musste runter, um ihn Platz zu lassen, aber ist okay. Vettel hat Gasly geholt tatsächlich. Jetzt hat Gasly zurück Vettel geholt. Und Giovinazzi fightet hier wie Alonso. Ich komme nicht vorbei. Vettel und Gasly, beide wollen mich irgendwo haben. Aber wir haben es geschafft zu verteidigen, Leute. Ihr habt es im Rückspiegel gesehen. Oh, das wird kein Platz. Ich muss aufs Gras. Was ist das? Boah, ich würde mich schon freuen, wenn ich zu einem anderen Team wechseln kann, was irgendwie ein bisschen mehr Grip im Auto hat als der Haas hier. Das würde alles sehr viel einfacher machen. Jetzt aber erstmal rein in die Box. Und gucken, ob wir hier kurz entspannen können. Waren auf jeden Fall vorne auch schon ein paar in der Box. McLaren sich da vorne. Sogar zwei, ich glaube Ricardo und Norris. Ne, nur einer war in der Box. Alonso geht jetzt mit den harten Reifen in die Box. Wenn er danach Medium nimmt. Los, raus mit dir. Wir müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Strategie auf jeden Fall. Fahr jetzt raus. Weird auf jeden Fall, Gas. Die Reifen sollten schließlich ein bisschen warm werden. Lando ist jetzt hinter mir auf Mediums. Ich bin hinter Ocon. Und wir kommen hinter Latifi raus, der aber natürlich noch nicht gestoppt hat, nehme ich an. Das sollte uns aber gleich DRS geben, also bin ich da eigentlich ganz glücklich mit. Und vor allem sieht es bei uns ja auch sehr gut aus, was das ganze Thema Kochen angeht. Denn heute sollten wir den Punkt machen. Erstmal Latifi aber holen hier. Mhm. Wir gehen nach außen, verteidigt innen. Jetzt müssen wir einen Long Way außen rum nehmen. Mach nicht in Hamilton. Ich bin kein Albon, wir gehen durch. Gott, er ist immer noch neben mir. Das hat ein bisschen Zeit leider gekostet. Aber Latifi haben wir sehr gut. Oh, Lando! Was? Hier wurde gerade ein Frontflügel vor mir abgefahren von Ocon, glaube ich. Solange du keinen hast. Ich hab einen. Also keinen verloren hast. Frontflügel, nee. Vor mir wird gefightet. Jetzt kommen wir hier aus der Box raus. Jetzt entscheiden, dass ich vor Vettel und vor Gasly bleibe. Sieht aber gut aus. Jawohl, ich bin vor Vettel und vor Stroll und zwar außerhalb der DRS-Range. Perfekt. Vor mir Giovinazzi, Leclerc am Fighten. Die sind aber eigentlich nicht in derselben Runde Boxenstopp bereinigt. Giovinazzi auch geschluckt worden von Leclerc. Da vorne wird nur ein paar Positionen gefightet. Nach hinten habe ich einen kleinen Abstand. Gasly sogar 4 Sekunden. Der hat ein bisschen was verloren schon. Vor mir ist jemand langsam. Also auf jeden Fall. Wenn das Ocon ist, dann hat er seinen Flügel verloren. Ja, da hält jemand welche auf. Ocon hält zwei weitere Leute auf. Giovinazzi ist, glaube ich, nicht in meinem Rennen, aber wir können jetzt hier außen rum vorbeiziehen. 2,2 Sekunden. Oh, ich habe gerade ein Problem. Der wollte bei mir auf hart gehen. Was ist das für eine Strategie? Bei mir hat er eine ganz komische Strategie ausgewählt irgendwie. Heißt? Was ist hier passiert? Ach, du bist nochmal jetzt auf Rot, oh Gott, nein. Nee, ich hab auf Medium gestellt. Safety Car! Informiert, dass es einen Zwischenfall mit vielen Trümmerstücken auf der Strecke gab. Das Safety Car wird eingesetzt.
Oh, ich hätte fast. Das ist alles hinter mir. Ist das gut oder schlecht? Ja, du musst halt eine Runde komplett fahren. Ich glaube, wegen Ocon oder so ist jetzt Safety Car. Oh mein Gott, Alter. Fast hätte ich Leclerc gehabt. Aber er hat. Bist du nicht auf Rot gestartet? Ja, aber der wollte mich dann auf Hart schicken, obwohl ich eigentlich auf. Eigentlich hatte ich ja gesagt, und welche hast du jetzt? Ich habe ganz schnell umgestellt, dass ich es gesehen habe. Ich habe jetzt Mediums, also alles gut. Ah, okay, weil ich dachte schon, das Doppelsoft, weil hättest du nochmal stoppen müssen. Nee. Boah, wenn das Safety ein bisschen früher gekommen wäre, hättest du Position gut machen können damit, ne? Ja. So hat es jetzt, glaube ich, nichts geholfen. Ich bin jetzt auf Platz 13. Ah, ist aber gut, aber eigentlich. Ich muss jetzt nur mit dem Delta aufpassen, dass ich keine Strafe kriege. Ja. Und dein Teamkollege ist wieder vor mir, das ist schlecht. Haha. Der hat dann auch durch den Stop eigentlich profitiert haben, durch Safety Car. Puh, boah, okay. Hol die Safety Car Kolonne ein, das machen wir. Dann werden wir bestimmt diese Runde noch eine. Hinterm Safety Car fahren, bis alle da sind, nehme ich mal an. Oder vielleicht ist auch schon diese Runde vorbei, aber ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube, hier nach kommt noch eine. Wir laden uns unsere Batterie ein. Ich muss irgendwie rankommen. Aber ich glaube, ja, das schaffe ich. Da ist ja schon die Kolonne. Was ist hier los? Ich weiß gar nicht, was da mit Ocon noch passiert ist. Hast du das irgendwie gesehen? Ich bin fast in ihn reingefahren, auf jeden Fall, weil er ganz komisch gefahren ist. Batterie ist jetzt auf 100% fast. Ja, wir bleiben hinter Leclerc. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier sagt, Safety Car in this lap. Das wäre schon krass. Ich glaube, wir werden eine Runde noch hier entspannt hinterherfahren. Ich bin auch gleich wieder dran. Ich glaube, das war echt gar nicht so bad für mich. Bestimmt nicht. Also für mich hat es keinen großen Unterschied gemacht. Ich bin Achter. Ich glaube, ich habe einen Platz gut gemacht dadurch. Ich weiß aber nicht, wer jetzt sozusagen hinter mir ist, der davor nicht hinter mir war. Ja. Ich bin von 19 gestartet und jetzt auf 13, also ist okay. Ist stark eigentlich strong. Wie steht es eigentlich in unserer Wertung? 3-3? 3-3. Eieieiei, heute muss das 4-3 her. Ja, für mich. Ja, die Chancen sind gut, dass ich das für mich behalte. Ach, man kann noch viele Frontflügel verlieren. Hahaha. Boah, ich sag mal so, es sind auch noch ein, zwei Positionen sind drin. Wobei halt Safety Car Restart halt immer KI richtig stark ist gefühlt. Ja. Vom Safety Car kann so viel gut machen, auch so viel kaputt, wenn man falsch dann stoppt. Ja. Also jetzt passt gerade bei mir, aber in Kanada hat man gesehen, dass da Safety Car für mich sehr ungünstig war. Boah, die Safety Cars. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Safety Car kommt in dieser Runde rein. Halte die Reifen auf Temperatur und denk daran, dass bis zur ersten Safety Car Linie Überholverbot herrscht. Bleib bis zu den grünen Flaggen an deiner Position. Na, Mick hatte ich ja eigentlich überholt. Jetzt ist der halt wieder vor mir, das ist halt ein bisschen doof. Als kleiner Tipp, versuch parallel zu denen zu fahren und schon näher ranzufahren. Okay. Also mit deinen Vorderreifen auf deren Hinterreifenebene so ein bisschen bist. Und mach dein ERS frühzeitig schon an. Aber lieber außen in der letzten Kurve, kannst du besser rausbeschleunigen, ist auch mein Problem jetzt. Lieber außen sein, dann kannst du besser rausbeschleunigen. Ja, ich hab schon, weil der Start, das ist so krass. Ich weiß halt lieber, die da losgehen, bevor ich da jemandem reinfahre, lasse ich lieber ein bisschen Abstand. Wir haben hier ERS voll, aber das reicht nicht gegen Leclerc. Immerhin kann ich mir nach hinten verteidigen, dass Vettel hoffentlich nichts macht. Er wird es gleich versuchen, aber wir blocken das auf jeden Fall ab. Oh Gott. Anbremsen, Kurve 3, Leclerc bekommt, er hat sehr, sehr früh gebremst. Die haben sich Leute berührt, glaube ich. Sauber gemacht, gute Arbeit. Aber... alles gut? Ja, ich habe mich leicht berührt. Aber wir haben den 7. Platz geholt damit. Weil der dann noch halt typisch für die erste Runde KI früh bremst. Und damit sind wir hinter Norris, der natürlich im starken McLaren sitzt. Der wird noch weiter nach vorne kommen, glaube ich. Aber das ist vielleicht meine Chance, wenn er vielleicht Perez angreifen kann. Und Perez dadurch ein bisschen nach hinten kommt. Und die beide sich allgemein behaken. Das könnte mir natürlich helfen.
Aber kann auch sein, dass sie beide so schnell sind, dass sie mir jetzt wegziehen und ich mich den Rest des Rennens darauf konzentrieren muss, diesen hervorragenden 7. Platz in Österreich zu behalten. Ich gebe auf jeden Fall alles. Das Auto hinter dir fällt langsam zurück. Es bildet sich langsam eine Lücke. Na! Ah? Leicht, ah. Ja. Ich habe mich fast weggedreht, habe deswegen echt viel Zeit verloren. Etwa und werde jetzt angegriffen. Kommen wir mit dem Benzin noch raus. Aber kannst mich gerade so behalten? Jawohl. Leider, aber dadurch wahrscheinlich die Chance verloren nach vorne. Wobei meine Theorie zu stimmen scheint. Perez hält ein bisschen auf jeden Fall Norris auf. So, ich habe jetzt Platz 12 noch geholt. Ich habe deinen Teamkollegen ja, ein bisschen aufgehalten. Sehr gut. Nur noch 2 Positionen bis zu den Punkten. Wird schwierig, glaube ich. Also Raikkonen ist vor mir. Ich weiß nicht, ob er sich nochmal vielleicht wegdrehen möchte oder so. Oder in der Boxeneinfahrt crashen möchte oder so. Ja, ich bin gerade so aus dem DRS-Bereich raus. Sehr, sehr schade. Okay, die Rennleitung hat das DRS ganz aktiviert. DRS. DRS ist jetzt vielleicht gibt es da noch eine Position. Ganz knapp kein DRS und ich schätze, da vorne hat er DRS und fährt mir dann davon. Ah, er fährt mir ganz knapp davon, wegen weil er DRS hat und ich nicht. Das ist so schade. Das liegt aber an meinem Fehler in der letzten Runde. Aber komm, die werden auch wohl weiter fighten da. Und wenn die weiter fighten, dann besteht wieder für mich eine Chance. Wir haben nur noch 2 Runden. Komm schon, Kimi. Komm, fightet da vorne. Macht einen kleinen Fehler. Schwuppsiwupps bin ich dran. Kimi, du kannst doch mal einen Wookie vorlassen. Du bist schon so lange gefahren. Okay, wir fahren in die vorletzte Runde rein. Kein DRS für mich. Schade. Stattdessen Leclerc, der angreifen will. Jetzt aber schlecht aus der Kurve rauskommen, weil er kein Gas geben konnte, weil ich da war. Er wird sie jetzt rankämpfen. Er wird jetzt versuchen, mich zu holen. Ich bleibe außen, der weil ich glaube, es besser Auto ist. Vor dir beträgt 2,0 Sekunden. Wir berühren uns. Probleme im Rausbeschleunigen, aber ich kann gerade so vorne bleiben. Jetzt versucht das mit DRS nochmal. Diesmal gehe ich hier aber nach innen. Und kann gerade so vorne bleiben. Kann ich es schaffen, diesen mega 7. Platz für Haas irgendwie zu halten? Anderthalb Runden haben wir noch. Noch 3-mal komplette DRS-Zone. Ich muss an Pierre ran, dann könnte ich noch einen letzten Punkt bekommen, aber der ist halt 2,7 Sekunden etwa weg. 2 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Das wird schwierig. Es sei denn, hier vorne passiert noch irgendwas. Du könntest ja noch den abschießen. Na. Ganz unauffällig. Okay, also. Das ist deine letzte wir fahren Runde, auf Turn 1 zu. Au, Manöver auf jeden Fall vom Ferrari. Der versucht, sie reinzustechen, aber wir können vorne bleiben. Und das war ein Fehler von ihnen. Denn dadurch verliert er jetzt hier und kann in dem Fahrt auf Turn 3 nichts mehr machen. Oder kommt er? Er kommt schneller. Ich gehe nach innen zu verteidigen. Berührung hinter mir. Vettel mit Claire fighten. Das ist gut für mich. Ich kann ein bisschen Abstand aufbauen. Die beiden schenken sich gar nichts. Vettel und Leclerc, die wollen beide Position 8 haben. Am liebsten wahrscheinlich 7, aber Jungs, die 7, die ist von mir. Und es sind nur noch 2 Kurven. Ich habe mein ERS aufgespart, Vettel will es wissen, aber nein, hier kannst du nicht überholen. Er versucht trotzdem, hat er da seine Nase reingesteckt? Letzte Kurve, raus beschleunigen, Vollgas und jawohl, das ist der 7. Platz. Das ist wie ein Sieg, Leute, für Haas hier in Österreich. Huh. Nur Platz 11, aber von 19 auf 11 ist auch in Ordnung, sag ich mal. Trotzdem starke Leistung, Lena, starke Leistung auf jeden Fall. Fahrer des Tages. Oh. Gratulation, ja. Aber das heißt auch,
dass du vor mir gelandet bist, ist das ein Punkt für dich also in unserer internen Meisterschaft. 4-3, Lena versus Dena. Also in dem Fall 3-4. Was denkst du, Stefan, was ihnen im heutigen Wettbewerb den Vorteil gegeben hat? Die Safety-Car-Phase hat heute ohne... Safety-Car-Phase, bestimmt kein Unterschied mehr für Hamilton gemacht. Nach ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es sicher heute Abend bei mehr... Was sagen die Punkte hier? Eieieiei. Punkte, das alleine ist sehr, sehr gut. Was für ein Rennen, du. Das war krass. Aber in der... wir sind zum 7 und 11... Ich bin vor Stroll gelandet. Was ist mit Stroll passiert? Der Stroll war richtig schlecht gewesen. Er hatte zwei Stops, also irgendwo wahrscheinlich mal einen Flügel verloren. Ja, Sainz auch zwei Stops und Alonso DNF. Aber Sainz hatte eine schnellere Runde. Nein, ich hatte eine minimal schnelle Runde als Lance Stroll. Nice. Um 300stel schnellere Runde. Ja, 200stel schnellere Runde hatte ich. Nice. Stimmt. 200stel ist ein Punkt. Gewinnst du noch deine Meisterschaft eventuell? Nee, ich glaube, ich verliere trotzdem leider. Aber aber in der Meisterschaft halten wir den 11. Platz. Durch die paar Punkte, die wir geholt haben, sind wir ganz knapp hinter Charles Leclerc. Also nicht schlecht. Und auf jeden Fall bleiben wir dann auch vor Lena mit 12 Punkten. Aber interne Meisterschaft ist ja knapper. Da steht es nur 4-3. Aber immerhin sind wir da in Führung. Genauso wie wir jetzt auch wieder in Führung sind. In der Konstrukteursmeisterschaft Haas 6. vor Alpine und vor Alpha Tauri mit 3 Punkten Abstand. Das ist nice. Boah. Das, war ein Ding, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen hier vom Österreich Grand Prix. Wir sehen noch einmal Rivalitätsanalyse. Ich habe auf jeden Fall verloren gegen Lance Stroll. Wie ist es bei dir? Ich habe gewonnen, glaube ich, letztendlich gegen Latifi. Stark. Das gibt dir auf jeden Fall Chance. Es gibt Fahrerwertung. Ja, es gibt gute Fahrerwertung. Das heißt, vielleicht wollen mich die Teams da noch haben. Eben. Bei mir, ich glaube, ich habe verloren. Es wurde jetzt noch nicht angezeigt, dass ich verloren habe, aber eigentlich müsste es noch kommen. Boah, ich will einmal noch weitermachen bis zum großen Preis von Großbritannien, weil dann gehen jetzt hier gerade einmal diese ganzen Updates einmal durch, die hoffentlich funktionieren. Jawoll! Da hat einiges funktioniert. Zack, yes, boys! Okay, die neuen Teile sind alles möglich hat funktioniert. Wir bauen sie vor dem nächsten Grand Prix. Bei mir auch. Ich gucke noch einmal rein. Ich bin jetzt nämlich, dass Haas ist. Okay, wir sind noch nicht bei Alpha, aber wir sind. aber wir sind. Sehr viel näher auf jeden Fall dran an Alfa Romeo. Und ich kann neue Punkte jetzt endlich wieder ausgeben. Und zwar kann ich hier nicht Chassis, weil da ist die Moral niedrig. Hier, das wollen wir machen. Bauen. Und können wir hier noch irgendwas machen? Strapazierfähigkeit. Oh, davon baue ich eigentlich nichts. Ja, dann müssen wir nochmal Chassis. Das leichtere Cockpit. Nein! Was los? Ich habe auf Rivalen gegangen. Latifi ist ein Punkt vor mir. Oh nein. Aber bis wann geht denn das? Einfach bleibt das Rennen. Also das letzte Rennen entscheidet. Ah, okay. Dann habe ich halt auch noch eine Chance. Wir haben noch ein Rennen. Wo steht das nochmal? Hier, Rangliste Rivalen. Ja, ich muss 5 Punkte holen gegen Lance Stroll. Das wird praktisch unmöglich. Also er muss quasi ausscheiden. Ja, aber du hast auf jeden Fall die Chance. Ja, das wär cool. Okay, stark, stark. Boah, 7. Platz. Es war gut, es wieder Punkte zu sammeln, auf jeden Fall. Was eine Saison. War mein zweitbestes Saisonergebnis. Baku war ja 5. Jetzt war ich 7. in Spielberg. Es war stark. Mal gucken. War auch mein zweitbestes. Und wir müssen auf jeden Fall gucken, was wir dann teamsmäßig, ne, wo wir denn noch landen könnten. Also zu welchem Team wir vielleicht wechseln. Weil da wird, ne, 4 Verträge mäßig, da wird auf jeden Fall was kommen. Da können wir dann hoffentlich mal wechseln demnächst. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, zu welchen Teams wir wechseln sollten. Was würdet ihr da sagen, Leute? Aber für heute war es das. Wir sehen uns im nächsten Rennen wieder am Sonntag um 18 Uhr. Oder war heute Mittwoch oder ist heute Sonntag? War heute Freitag oder Sonntag? Freitag oder Sonntag sehen wir uns wieder, Leute. Ja. Das war's das nächste. Danke dir fürs Zuschauen. Macht's gut. Schaut auch bei Lena vorbei. Links hier ist in der Beschreibung. Ciao. Schaut bei mir nicht vorbei. Ciao.